Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car. Und es regnet wie sonst was hier. Ich habe auf jeden Fall mal alles von vorne begonnen und dachte mir so, ja gut, ich lasse dich schon ein bisschen teilhaben an der Sache hier. Und bin überlegen, ob wir morgen vielleicht, einen Stream machen sollen. Ich weiß auch nicht so genau. So, also jetzt müssen wir erstmal die Steuerung machen hier. Ich weiß gar nicht, was für eine Größe wir überhaupt benötigen hier. Na, wir werden es schon rausfinden. So, erstmal das Modus hier bitte. Quatsch. Der andere war's. Der war's, genau. Und jetzt der hier Modus. So, gucken wir mal. Was für eine Größe wir überhaupt benötigen für euch. Lololo. Na, komm nicht so dran. So vielleicht. Ach komm, gehen wir wieder raus halt. Schade. Aber ich denke, was wir in einer von den kleineren sein. Wir gehen mal von ganz hinten an. Und gucken mal. Der passt nicht. Gut. Next. Auch nicht. Ach Mann, das ist so blöd. Ich werde hier nass wie sonst was. Ich will jetzt fertig werden noch. Mit dem vorderen Part. Und dann müssen wir noch schnell einkaufen fahren. Damit ich mein Stresslevel runterkriege. Das sieht nämlich auch nicht so gut aus. Auch nichts. Also irgendwann werden wir es ja richtig finden. Ah, da ist er ja. Da haben wir den richtigen. So. Nummer 1. Nummer 2. Mir die zwei Schräubchen noch dran und die Schrauben. So, jetzt lass mich in Ruhe, blödes Telefon, habe ich jetzt keine Zeit für. Wir sind hier am Arbeiten. Jetzt müssen die hier dran, sind die richtigen auch. Das ist Front Left. Jo, ist es. Jetzt müssen wir noch den Punkt finden, wo wir sie einfügen können. Das ist auch mal so eine tricky Sache. Na. Gehst du da rein? Stinkstiefel. Mal von innen vielleicht? Ach, mal, geh mal an der anderen Seite mal ran. Ich muss das ausprobieren. Das muss ja so rum. Das Gummiding muss ja hier in die Richtung. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hier reingefriemelt bekommen. Ich frage mich gerade, ob es nicht auch geht von innen. Weil die kommen ja eigentlich da dran. Da kommen die ja hin. Ja, das geht sogar. Hey. Yes. 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 Ich habe da bestimmt 4 Stunden dran gesessen. Ich wusste nicht, dass man hier dieses Ding in der Mitte auch noch dran machen musste. Mann, diese blöden Steering Roads hier. Na, muss man ein bisschen ändern hier. Position. Jo, komm. Ja, da war es gerade. Ja, wunderbar. Gut, die machen wir, glaube ich, direkt mal fest am besten. Haben wir die richtigen? Nein, natürlich nicht. Warum auch, ja? Warum auch? Moment, ich wechsle mal einen anderen Modus. Hol das mal mit hier. Na, kommst du gefälligst mit? Hallo, willst du mich jetzt veräppeln? So. Aha. Geht doch. Ja, ja. Das tricky Game hier. So. Wir waren, glaube ich, hier bei der 3 schon, oder? Ja. Sagen wir mal den hier. Auch nicht, oder? Nein. Der muss es sein. Auch nicht. Mann. Das ist echt ein bisschen nervig, dass man die Größen nicht weiß. Aber müssen wir leider jetzt durch, Leute. Da haben wir es ja. Wunderbar. So, und dann müssen wir eigentlich noch die Stoßdämpfer einbauen. Für vorne. Die Bremsen, glaube ich. Und die Reifen, dann hätten wir es. Hoffe ich. Was seid ihr denn überhaupt? Na, das ist was anderes. Gut, das ist Front Right. Ich denke mal, ihr müsst so rum ran. Moment, so. Mal fallen lassen. Da oben damit.
muss mal gerade gucken. Nee, er muss andersrum. Andersrum mit dem Schuh raus. So muss es rein. Ja, steckt mal so, muss es rein. So, drehen. Und gucken wir mal. Ob wir das hier irgendwie reingefriemelt bekommen. Wohl. Ich mach, glaube ich, erstmal die Bremse dran. Disc Brake, die sind mir schön einfach. Jo, einmal. Und Nummer 2. Und dann müssen wir noch die anderen Dinger dran ballern. Nein! Oh, hab ich vergessen festzuschrauben. So wie es scheint. Upsi Daisy. Oh, wir haben sogar einen richtigen dabei direkt. Sehr schön. Das war's, gell? An Schrauben. Ich hoffe es. Na. Gehst du da dran? Dankeschön. Die passt natürlich nicht dahin. Ich glaube, es wird einer der größeren sein. Ja, wunderbar. Direkt getroffen. Sehr gut. So. Man muss ja auch links und rechts noch festmachen. Also die kleineren Schrauben, ich weiß nicht, ist das die Größe? Nee. Hm. Bis man immer den richtigen gefunden hat, ist ein bisschen nervig. Aber naja, irgendwann hat man es auswendig. Ich denke, die Karre werden wir schon noch ein paar Mal auseinandernehmen müssen. Mit... Ah nee, Quatsch. Das sind ja keine Schrauben. Idiot. Jo, jetzt kommst du irgendwie hier rein. Ich meine, das ist Front Right. Das ist die Seite. Yes! Yes! Sehr gut! Okay. Das sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr gut aus, was wir hier hinbekommen gerade. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo sind die Schrauben? Hier sind die Schrauben. Wir holen das mal gerade aufs Auto. Ich glaube, das ist einfacher. Ups. So. Okay, dann gucken wir mal, ist durch. Nein. 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 Yes. Haben wir gerade Zufallstreffer. Okay, dann können wir noch die vorderen Schrauben dran machen. Nice. Dann fahren wir noch einkaufen, würde ich sagen. Lolololololololo. Wie kommen wir voran? Das ist schon mal die Hauptsache. So. Jetzt kommen noch die zwei Reifen vorne. Und dann hätten wir's. Wie geil, wie geil, wie geil. Und es hat aufgehört zu regnen. Das ist natürlich auch sehr gut. Jo. Jo. Runter. Tja. Ah, geht doch. Hahaha. Zack. Haben wir einfach mal den Wagen hochgehoben mit einem Reifen. So geht's. Natürlich ebenfalls. Und dann nochmal hier dran. Flupp. Oh, steht ein bisschen schief. Was ist das Teil komplett so? Moment. Ja, es ist der Reifen. Okay, okay, okay. Was brauchen wir denn hier für eine Größe? Hm. Ist mal den hier. Ah, das sind die einzigen. Gut. Ich sehe gerade, ich habe Hunger ohne Ende. Müssen wir auch noch schnell regeln. Aber zuvor will ich das hier noch fertig machen. Damit aber abgespeichert. Bevor ich sterbe auf dem Rückweg, Hinfahrt oder Rückweg, wer weiß, wer weiß. Ich hatte mich gestern einen gehabt, der mich gerade ausgefahren. Und der fuhr auf der gegenseitigen Spur, was zieht er rüber? Ich noch ausgewichen. Jo. So. Bin ich schon mal sehr zufrieden damit. Jetzt sollte mich schon was spachteln, bevor wir umkippen. Kommt die Würstchen. So, und dann müssen wir was trinken. Yes, das funktioniert auch, Gott sei Dank.
Ach, da geht der Stress auch runter mit. Das ist ja interessant. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Erstmal. Oh, urinieren, was natürlich verdammt wichtig ist. Lalalala. So, da hätten wir das auch soweit in Ordnung. So, einmal abspeichern. Und weiter geht's. Boah, 1995, da war ich 12 Jahre alt, Leute. War ich 12 Jahre alt. Und so ein Auto haben wir auch gehabt, so eine Art. Ich kann mich an so ein gelbes Auto erinnern. Ich weiß noch nicht, was es war. Schon lange, lange her. Jo. Ach komm, wir hauen noch dann hier. Das hauen wir auch noch direkt rein. Wo wir schon dabei sind. Ich weiß noch nicht, wie rum. Ich habe keine Ahnung, wie rum das geht. Ach komm, lassen wir. Das lassen wir erstmal. Okay, dann gehen wir mal gerade schnell einkaufen. Wir müssen auch noch den Benzinkanister holen. Den Diesel. Darf man nicht vergessen. Jo. Anschnallen. Na. So. Anschnallen. Das kann Spaß haben. Jetzt haben wir's. Den müssen wir ein bisschen vorwärmen. Wie immer. Ich frage mich, ob das schneller geht, wenn man so startet, aber ich glaube nicht. So, Gang rein. Ah ja, die Bremse noch rausholen. Hupsi. Die habe ich gerade vergessen. Verzeihung. Okay, der war bei der Scheune, ja genau. Bei der Scheune da hinten. Ups. Ich glaube, wir fahren gerade nicht einen ordnungsgemäßen Weg dahin, aber ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir kommen da an. Okay, wo war die denn? Da hinten ist er. Naja, da ist auch die Straße. Ja. Da haben wir den Kanister. Da können wir kurz mal anlassen, den Wagen. Ist ja in Ordnung. Muss ich aus dem Fahrmodus raus, sonst geht's nicht. Hier ist kein Kanister. Da ist er. Den holen wir uns mal direkt mit. So. Rein in die gute Stube. So. Warum finden wir noch den Weg zurück nach Hause? Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja gespeichert. Okay, anschnallen nicht vergessen. Wichtig. Gut, dann einmal wenden. Und dann geht's Richtung Stadt. Lalalalala. Also ich habe mir überlegt im Stream, ich glaube, wir machen einen Wechsel auf Twitch. Weil da können wir nämlich auch Musik anmachen beim Spielen. Was haltet ihr denn davon? Ich finde, es ist, wenn ich persönlich, eine schönere Idee. Ich weiß noch nicht, ob es mit meiner aktuellen Software funktioniert. Ich glaube, es ist nämlich weniger. Muss ich mit OBS vielleicht machen. Ja, muss ich mit OBS machen. Glaube ich. Aber ja, naja, wie gesagt, ich bin halt wie gesagt hin und her belegen mit Twitch und YouTube die ganze Zeit. Weil das Schöne ist bei Twitch, man hat halt mehr Möglichkeiten, wie Musik anmachen, Wetten abschließen und sonstiges. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob wir jetzt bei YouTube bleiben sollen oder bei Twitch. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir ziemlich im hohen Stresslevel schon sind. Apropos hoher Stresslevel. Ich habe gesehen, dass der nächste neue Patch rauskommt. Ich habe gesehen, nämlich der Changelog Nummer 9. Und da kann man nicht mehr sterben durch Stress, habe ich gelesen. Außerdem haben sie einen Grill hinzugefügt, ich glaube Kaffee hinzugefügt und noch andere Sachen. Weiß nicht. Ah ja, genau, die Oma, die verlangt ab und zu mal Lieferungen. Aber war eine endlos lange Liste. Könnt euch das ja mal ansehen. Ist im Steam-Forum.
zu finden. Wann kommt eigentlich der Zug? Wie viel Uhr? Welcher Tag? Gibt es da eine bestimmte Uhrzeit oder Tage dafür? Nicht, dass wir darüber fahren und uns der Zug erfasst. Das wäre ein bisschen doof. Jo, ich weiß, wir sind nur im dritten Gang unterwegs. Im zweiten sogar nur. Aber mir ist ein bisschen zu heikel, bei dieser Straße hier ein bisschen schneller zu fahren. Dann fahre ich lieber ein bisschen langsamer und safe dafür. Und dann kommen wir wenigstens heil an. Ich glaube, es war keine gute Idee, da nochmal Lust zu fahren für den Einkauf. Ich könnte mal auf die Uhr gucken. 16 Minuten sind wir schon dran. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich muss auf jeden Fall bezüglich dem Streaming, wenn wir es morgen oder so machen, ich weiß ja nicht, wann ihr Lust habt. Wir müssen uns mal sowieso mal überlegen, mal eine Umfrage starten oder so. Welcher Tag am ehesten in Frage kommt und um wie viel Uhr eigentlich. Aber ich denke, wir machen erstmal den Tag. Aber ist ein bisschen doof. Ich schreibe es mir, glaube ich, am besten in die Kommentare, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Würde ich behaupten. Ja, machen wir es am besten mal so. Weil es wäre ein bisschen umständlich, diese Umfrage zu erstellen. Jo, rotes Häuschen, gleich, wir müssen da abbiegen. Okay, merken. Erstmal runterschalten. Jo. Jetzt können wir auch Stoff geben hier. Ohne Bedenken. Ich glaube, wie viel Uhr wir haben im Spiel. Das sieht so duster aus, aber das kann eigentlich nur sehr früh sein. Weil wir sind ja eben erst aufgestanden. Und zwar ja auch Nacht. Also sollte es passen. Lalalalalala. Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich einen smoken. Wie du ziehst rüber. Ich hab's geahnt. Der ist ein bisschen rübergezogen. Wir müssen auf jeden Fall gleich einen smoken, wenn wir da sind. Damit der Stresslevel runtergeht. Weil ich glaube, noch können wir sterben daran. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt provozieren. Nachdem das so gut läuft. Der Wagen ist auf 4 Räder, Leute. Ja, wahr. Finde ich echt gigantisch. Bin überlegen, ob man das Auto zusammenbauen, offscreen machen sollten vielleicht. Statt online, also im Stream. Oder wäre das doch sinnvoller, im Stream alles zu machen? Ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, beim Stream haben wir ja ab und zu mal Probleme beim Zusammenbauen. Hatten wir ja schon öfters bemerkt. Hihi. Nein, 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 nein. Den hasse ich wie die Pest, diesen Techno-Fratze da. Mann, wie auf dem mich schon getötet hat. Es geht auf keine Kuhhaut. Oh, sollte man einen höheren Gang einschalten. Bin noch schneller sehend. Speed is key. Geschwindigkeitsrausch im Jahre 95. Und ich wäre nicht geblitzt oder so. Das wäre echt übel. Arbeiten muss ich auch mal dringendst. Und mal rausfinden, wo man Feuerholz abgibt und so. Muss ich wohl ein bisschen recherchieren. Wie man Geld verdient in dem Spiel hier. La. So. Okay, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ich glaube, ich habe den falschen Sprit, glaube ich, eingepackt. Ich glaube, ich hätte Benzin mitnehmen müssen, ja? Kein Diesel. Diesel ist hier für das Fahrzeug, ja? Muss ich mal gucken, ob das ein Diesel oder Benzinkanister ist. Moment. Ist das nicht unsere... Na. Rückwärts bitte. Aber es checken. Ist das nicht der Weg? Moment mal. Nee, es ist... Nein. Wow. Nee, es ist nicht der Weg, okay. Ich hab zuerst gedacht, es wäre der Weg ins Dorf, aber nee. Das ist ja noch viel weiter. Da musst du es ein bisschen beeilen. Weil ich möchte unter 25 Minuten so bleiben. Möglichst. Na gut, ich kann ein bisschen cutten. Sag mal, haben die Straße verändert? Irgendwie wirkt das so. Weil ich meine, es hatten wir sonst immer auf der anderen Seite gehabt. Kann das sein?
Ich bin ein wenig überfragt gerade. So, wir sind da. Das ist die Hauptsache. Das Techno-Fuzzi ist noch nicht da, okay. So, das erste, was ich mache, Bremsen rein. Keine Lust, dass mir das wieder passiert wie letztens. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Obwohl ich möchte jetzt mal wissen, was für ein Kanister wir da. Was für ein Kanister wir da haben. So, was haben wir denn da für einen? Diesel. Okay. Das ist wirklich für den Bus gedacht. Wo sollen wir es wirklich auffüllen? Ach komm, machen wir. Das ist Diesel. Okay. Man sollte es auch richtig legen. So ist das Tanken ein wenig schwierig, Trixi. Okay. F. Dann da dran. Und rein in die gute Stube. Auch interessant. Das ist nicht nach Maus, sondern nach dem Gegenstand. Fällt mir jetzt erstmal auf. Hm. Also teuer kann das auch nicht sein, oder? So, wir haben jetzt zu bezahlen. 69, ach komm, das ist doch in Ordnung. Na, mach das nicht zu. Okay, das finde ich in Ordnung, das können wir bezahlen. Das ist kein Problem. Bob, renn damit. Halli, hallo, mein Guter. Achso, ja, ist ein schöner Tag. Ach, ich muss mal einkaufen, Leute. Also... Bierkasten brauchen wir noch nicht wirklich eigentlich, aber ein paar Chips können wir mal kaufen. Mit was sind die 14? Warum uns die Würstchen sind am billigsten, wie ich gerade sehe. Nee. Die Pizzen sind am billigsten. Holen wir uns Pizza. So. Dann brauchen wir Motoröl, glaube ich. Bremsen. Das kaufen wir 249. Ach komm, kaufen wir uns auch mal, bevor uns die Bude wieder abfackelt. Das weiß ich nicht, ob wir das benötigen. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Und ja, ein paar Kippen auf jeden Fall. Boah, sind die teuer. Alter Walter. Moskitospray. Ja, warum nicht? So, wir haben uns bezahlen. 751. Dann werden wir mal eine Runde zocken, würde ich sagen. Komm. Wie cool haben wir? Machen wir mal. So. Dann bezahlen wir mal hier. Bring den Kram mal in den Wagen. Jojojo, ist gut. Und dann schmeißen wir eine Kippe an. Dann zocken wir eine Runde beim Rauchen. Würde ich sagen. Und dann fahren wir nach Hause. Ja. Das ist der Plan. Na komm. Und da. Kippchen bitte mal. So. Jetzt muss ich gerade gucken, welche Taste waren das überhaupt nochmal. Ich hab I, oder? Ja, I was. So, erstmal ein Zug. Dann haben wir schon mal ein bisschen Matt. Gut, jetzt zocken wir eine Runde, Leute. Mal gucken. Wir haben jetzt, wie viel haben wir? 30 haben wir reingeworfen. Ups, ein bisschen mehr als ich dachte. Machen wir... Ja, mal 2, 15 Runden. Komm. Das ist doch eine gute Idee. Erst mal einrauen. Feueropfer bringen. Und los geht's. Win, 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 please. Boah. Feiglinge. Holen wir ein paar Gewinne hier. Hopp, hopp. Ich glaube, das ist ein Verarschungsautomat. Kann das sein? Dass man Ewigkeiten benötigt, bis man was gewinnt hier. Die 30 Dinger da ist ja nix. Yes! Yes! Wir haben gewonnen. Was? Hm. Ich glaube, wir haben nix. Warte mal. 2 haben wir gewonnen. Alter, wie lächerlich. Wie lächerlich. Du Drecksmaschine.
Ach, jetzt mir ruhig wenigstens geben können. Mensch! Ja, ja, ja. Ah. Mist. Na? Hätte hier sein können, dass wir das gewonnen haben. Also bisher haben wir nur... Haben wir gewonnen? Zwei nur, oder was? Hm. Keine Ahnung davon viel. Ach komm, wir machen mal ein bisschen höher gleich. Wie hoch geht das denn noch? 6? 5? Mhm. Machen wir einmal 2, dann machen wir 2 mal 5 und dann fahren wir nach Hause. Oh, volles Risiko. Go, go, go. Ups, 3 mal 5 sogar. Wir haben was? Wir haben gewonnen? Verdammt. Ah, die Münze ist da eine Art Jackpot, wie ich sehe. Ah, das verstehe ich. Cool. Hätte man eigentlich schon Win-Win gemacht, oder? Schade. Ich hab 30 mal reingeworfen, gell? Dann raus damit wieder. Ey, ich möchte es auszahlen lassen, bitte. Geht das nicht? Ah. Muss ich das noch rausholen hier, oder? Nö. Okay. Jo, bis dann. Ciao. So, mach das Ding mal gleich zu wieder. Dann geht's jetzt Richtung Heimat. Och, warum kriege ich das nicht mal zu hier? Ja. Auf, geht's nach Hause. Na du Arschloch, hau ab. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Oh, ich hab das Wichtigste vergessen. Anschnallen. Whoopsie Daisy. So. Wow. Ja, bei der Fahrt anschnallen ist gefährlich. Besonders wenn der Kurvenanfang beginnt. Schräg dich. Nee, nicht wirklich. Mau, wir kommen dich doch. Krass, wir holen dich. Nice. Dann holen wir dich. Tschüss. Was ist hinter uns? Dann können wir rüberfahren. So, da sind wir wieder daheim. Home sweet home, nenne ich das mal. Na Gott sei Dank. Bin ich echt froh drum. Oh, voll der Hinterwäldler sind wir hier. Und unser Auto steht auch noch da. Sehr schön. Gut. Dann sind wir jetzt angekommen. Bremse rein. Wupp. So, abschnallen. Und erstmal ausräumen hier. Obwohl. Ach, das mache ich offscreen. Okay, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich das offscreen machen soll, das Auto zusammenbauen, so mit aller Let's Play. Und dann, wenn ich das Auto zusammengebaut habe, können wir dann streamen. Ihr könnt es mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.